Wir starten diese Woche gleich mit einer neuen Plakatkampagne, wo wir aufzeigen werden, dass wegen Bürgermeister Ludwig in Wien immer drastischere Zustände herrschen, die Stadt immer mehr abrutscht und wir lassen hier auch Bürgermeister Ludwig als Räuber-Rathausplatz nicht aus der Verantwortung. Wir lassen nicht zu, dass er es sonst wie immer macht. Das Wegducken ist ja bei ihm bekannt, aber auch das Ausreden auf die Bundesregierung. Und wir werden aber hier und heute und jetzt auch im Rahmen dieser Kampagne seine direkte Verantwortung aufzeigen, dass er für dieses Abrutschen von Wien, wo Wien unsicherer wird, wo Wien teurer wird, dass er hier auch eine direkte Verantwortung trägt. Und man braucht ja hier nicht nur sich die Statistiken anzeigen, sondern einzig und allein einmal aus dem Rathaus rausgehen. Das empfehle ich auch Bürgermeister Ludwig und dass er sich auch einmal ein bisschen umhört, was die Menschen so sagen. Denn genau dort, wenn man ins direkte Gespräch kommt, dann sieht man eben, dass sich in vielen Bereichen Verzweiflung breitmacht, etwa im Bereich der Teuerung, weil viele Wienerinnen und Wiener einfach nicht mehr wissen, wie man hier mehr am Ende des Monats über die Runden kommen kann. Und das wird sich jetzt natürlich im Winter, wieder wo geheizt werden muss, verschärfen. Und gerade Wien ist bedroht von einer enormen Rezession, auch hausgemacht von Bürgermeister Ludwig durch übertriebene Corona-Maßnahmen, durch noch mehr und zusätzliche Lockdowns. Und das zeigt auch, dass die Arbeitslosigkeit in Wien um 6% wieder gestiegen ist und auch die höchste in ganz Österreich ist. Wir haben weiters eine ungezügelte Migration ins Wiener Sozialsystem, wo die Kosten, und auch das ist jetzt bestätigt, auch immer mehr steigen für die Wiener Mindestsicherung. Einzig und allein, weil Bürgermeister Ludwig hier ständig Geldgeschenke macht an illegale Migranten und auch anhand dieser Geldgeschenke natürlich auch immer mehr illegale Migranten zu uns dazukommen. Und dann darf man sich nicht wundern, dass Wien immer unsicherer wird, dass in Wien auch immer mehr Unruheherde existieren. Ja, richtige No-Go-Areas, wie zum Beispiel in der Brigittenau oder am Praterstern oder auch in Favoriten, wo selbst die Polizei hinter vorgehaltener Hand sagt, dass sich die Polizisten dort gar nicht mehr hineintrauen in gewisse Viertel, weil es sie dort auch nicht mehr durchgreifen können, weil hier die Staatsgewalt nicht mehr durchgreifen kann. Wir werden aber den Wienern Mut machen und wir lassen die Wiener nicht im Stich, denn ich bin felsenfest davon überzeugt und ich weiß, dass Wien eine tolle Stadt sein kann, denn in Wien leben viele fleißige und herzliche Bürger, aber Wien wird halt von der Ludwig-SPÖ schlecht regiert. Aber wenn man engagierte Politik macht, Politik mit Herz, dann ist es möglich, hier dieses Schlamassel zu beenden. Und daher haben wir auch diese Kampagne gemacht, Politik mit Herz. Wir stehen dazu, wir sind nicht so herzlos wie Bürgermeister Ludwig, der alles verteuert, sondern wir wollen die Menschen entlasten, wir wollen den Menschen mehr Sicherheit geben und vor allem auch mehr Wohlstand. Genau deswegen haben wir anhand unserer drei Plakate auch eine Gegenüberstellung gemacht. Auf der einen Seite sehen Sie den Räuber Rathausplatz, Michael Ludwig, der den Wienerinnen und Wienern beinhart und schamlos das Geld aus der Tasche zieht. Ich darf erinnern, allein in den letzten Jahren gab es ständig Erhöhungen bei den Gebühren, was natürlich jeder von uns spürt. Müll, Abwasser, Kanal. Ich darf auch in Erinnerung rufen, die Verdoppelung der Fernwärmepreise, die Parkgebühren, die Bädertarife. Sogar beim Sterben kassiert Bürgermeister Ludwig alias Räuber Rathausplatz noch schamlos mit und hat die Gräbergebühren um 15% erhöht. Aber auch die unsozialen Mieten im Gemeindebau, die auch jetzt immer wieder erhöht wurden und auch in Zukunft werden, sind ein Beispiel dafür, wie der Räuber Rathausplatz hier den Wienerinnen und Wienern das Geld aus der Tasche zieht. Und auf der anderen Seite eine FPÖ mit Politik mit Herz, die die Wienerinnen und Wiener nicht im Stich lässt. Und ich verspreche auch, dass wenn ich bei der nächsten Wahl Bürgermeister werde, ist das Erste, was ich tue, nämlich diese gesamten Verteuerungen der Ludwig-SPÖ
innerhalb von 48 Stunden zurücknehmen. Das wird auch meine erste Amtshandlung dann sein. Und ich setze die kompletten Gebühren, aber auch Mieten im Gemeindebau, auf das Niveau von 2020 zurück. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Bürgermeister Ludwig ist im wahrsten Sinne des Wortes der Räuber Rathausplatz. Denn er hat nicht nur die Fernwärmepreise im vergangenen Jahr in herzlosester Art und Weise und schamlos verdoppelt. Nein, er und die SPÖ ist dafür verantwortlich, dass jetzt, wo sich vieles im Energiemarkt wieder preislich normalisiert hat, die Fernwärme auf diesem viel zu teuren Niveau bleibt, wo andere Städte wie beispielsweise das freiheitlich regierte Wels überhaupt keine Preiserhöhungen durchgeführt haben. Aber diese asoziale Politik bei Bürgermeister Ludwig, die überrascht nicht, denn er war es ja auch, der alleine im vergangenen Jahr im Gemeindebau die Mieten von bis zu 350 Euro pro Monat erhöht hat. Und hier wurde errechnet, dass hier Mehrkosten für einen Wiener Haushalt von bis zu 3.000 Euro pro Jahr entstehen durch diese asozialen Maßnahmen der Wiener Landesregierung. Und der Spruch, wo Rot regiert, wird abkassiert, der trifft wieder einmal perfekt zu. Und wir Freiheitlichen sind die Einzigen, die ehrlich diese herzlose Politik des Bürgermeister Ludwigs stoppen wollen. Denn noch nie hat die Stadt so hohe Einnahmen gehabt wie im Jahr 2022, im Krisenjahr. Und ausgerechnet in diesem Krisenjahr, in einem Jahr von explodierender Inflation, von Teuerung, hat die Stadt Wien diese Mehreinnahmen, die so hoch waren wie noch nie in der Geschichte der Stadt, nicht dazu verwendet, um die Bürger zu entlasten. Nein, ganz im Gegenteil, der Bürgermeister ist dafür verantwortlich, dass das Leben in vielen Bereichen noch teurer geworden ist. Und wenn wir uns das im Detail ansehen, dann ist alleine die Müllgebühr in Wien im vergangenen Jahr um 11% gestiegen, die Kanalgebühr ist um 11% gestiegen, die Wassergebühr ist um 11% gestiegen, Parken für Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, die ohnehin schon so sehr belastet werden, die Parkgebühren in Wien um 13% angehoben von diesem asozialen Bürgermeister. Die GIS-Landesabgabe, die jetzt ersetzt werden soll durch eine neue Gebühr, wo wir Freiheitlichen fordern, sie ersatzlos zu streichen, wurde auch um beinahe 8% angehoben. Um 15% wurde die Gräbergebühr gestrichen und sogar der Essensbeitrag für Kinder in Volksschulen und Horten ist um 10% gestiegen, wo die Kleinsten, wo die Familien, wo die Menschen, die ohnehin schon mit vielen Erhöhungen und Belastungen konfrontiert werden, noch einmal über Gebühr belastet wurden vom Bürgermeister und von dieser Stadtregierung. Und das ist eine Politik, die wir Freiheitlichen ganz entschieden ablehnen, weil sie die Menschen nur weiter aussackelt, anstatt sie endlich zu entlasten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein paar Worte noch zur Zuwanderung ins Sozialsystem. Unser Landesparteiobmann hat es bereits ausgeführt, aber ich möchte das noch mit einem Beispiel verdeutlichen. Wir haben in Wien über 135.000 Mindestsicherungsbezieher. Wenn wir das vergleichen mit Oberösterreich, wo eine freiheitliche Regierungsbeteiligung seit vielen Jahren am Ruder ist, wo es eine ähnliche Bevölkerungsanzahl gibt und dort gibt es gerade einmal 5.800 Mindestsicherungsbezieher. Das heißt, wir haben den Vergleich, ein sozialistisch geführtes Wien, 135.000 Mindestsicherungsbezieher, ein Bundesland mit freiheitlicher Regierungsbeteiligung, 5.000 Mindestsicherungsbezieher. Und wenn wir uns ansehen, an wen diese Mindestsicherung in Wien großteils ausgezahlt wird, dann finden wir darunter sogar beinahe 3.000 Menschen ohne Staatsangehörigkeit oder mit unbekannter Staatsangehörigkeit. Das heißt, im freiheitlichen Oberösterreich 5.000 Mindestsicherungsbezieher insgesamt, im sozialistischen Wien 3.000 Mindestsicherungsbezieher ohne Staatenzugehörigkeit oder mit unbekannter Staatenzugehörigkeit und insgesamt über 135 Personen in der Mindestsicherung, wobei im Jahr 2022 über 750 Millionen Euro alleine für Mindestsicherung ausgegeben werden musste, wo wiederum die allermeisten ohne österreichische Staatsbürgerschaft sind. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, und Stadtrat Nepp hat es gesagt, fordern wir, dass Wien endlich zur Abschiebehauptstadt werden muss, dass endlich Menschen ohne Recht, ohne gültigen Aufenthaltstitel auch konsequent abgeschoben werden, dass nicht weiter die Mindestsicherung auch an Menschen mit rechtskräftigem Ausweisbescheid ausgezahlt wird. Auch das ist eine Einzigartigkeit in Wien. Hier brauchen wir einen 180-gradigen Kurs
Kurswechsel, hier brauchen wir eine Kurskorrektur, hier muss Wien endlich zur Abschiebehauptstadt werden. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte abschließend noch ein aktuelles Thema ansprechen, nämlich die Causa Teichtmeister, das Thema Kinderschutz, weil auch das uns Freiheitlichen bereits seit vielen Jahren ein Herzensanliegen ist und weil wir auch in diesem Frühjahr wieder ein umfassendes Maßnahmenpaket eingebracht haben hier im Wiener Gemeinderat, wo wir den Bürgermeister aufgefordert haben, sich dazu einzusetzen, dass endlich Kindersexpuppen in Wien und in Österreich verboten werden müssen, wo wir ihn aufgefordert haben, sich dafür einzusetzen, dass strengere Strafen und höhere Strafrahmen auch in diesem Bereich endlich umgesetzt werden müssen oder wo wir auch gefordert haben, dass es endlich ein öffentlich einsehbares Register für Sexualstraftäter geben muss, damit sichergestellt werden kann, dass diese Verbrecher, diese Perversen niemals wieder mit Kindern zusammenarbeiten können. Im Frühjahr dieses Jahres wurden alle unsere Anträge von den anderen Rathausparteien abgelehnt. Man hat uns da viel beschwichtigt, man hat viel versucht zu leugnen, man hat versucht kleinzureden. Wir werden genau diese Anträge, die wir bereits im Frühjahr einige Male eingebracht haben, jetzt in den kommenden Plenartagen, in der kommenden Woche wieder einbringen. Vielleicht haben die schrecklichen Ereignisse rund um Florian Teichtmeister dazu geführt, dass es endlich ein Umdenken bei den anderen Rathausparteien gibt. Wir Freiheitlichen werden jedenfalls definitiv nicht locker lassen und uns weiter für den Kinderschutz auf allen Ebenen einsetzen.